Leute, wir gucken heute wieder zusammen ein paar YouTube-Shorts. Wenn ihr da weiterhin Bock drauf habt, schallert gerne den Like rein. Wir haben hier gerade eine kleine Auswahl, womit wir starten. Und guckt euch diesen kleinen süßen Fratz an. Maxifys Stimme auf Helium. Ey Leute, habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wie sich meine Stimme mit Helium anhört? Ja. Habt ihr? Ich mich auch. Hallo? Hallo Leute! Hey, was geht? Ich helfe jetzt ein bisschen meine Freunde. Pablo, Pi, wie geht's euch? Was geht ab? Was geht ab? Ja, Junge. Ja. Alle haben gar keinen Bock. Yeah. Lass gerne da nach oben und ein Abo da. Ja, wow. Mini-Mini-Paluten macht jetzt eine Fahrradtour. Den kenne ich! Ich habe sogar für Mini-Mini-Paluten einen Helm gebaut. Ja. Perfekt. Los geht's. Das ist so richtig geil. Kennen Sie die Dinger noch? Ich dachte so, es gibt's gar nicht mehr. Oh, du bist ja wohl noch ganz klein. Na? Kleine Pause. Süßer Mini-Mini-Paluten war bis dato geil, ne? Wir gönnen uns jetzt eine Banane. Oh, du musst die Banane immer noch von oben auf. Kurz bevor ich zu Hause bin. Ah ja, volle keine Scheiße gefahren, Mann. Was ist denn da? iCrimex oder Paluten oder Mac? Crimex! Ready. Dieses Video endet, sobald ich eine Challenge nicht schaffe. Ein Backflip von einem Bein. She used to drive a Honda. Also. Ja. Ein 10 Sekunden Handstand. Könnt ihr einen Backflip? Alter. Der hat's echt drauf. Ja, ja. Mann, Java-Update. Ja, schön, Alter. Pre-60 mit meinem Kendama. Ein Rad auf dem Baumstamm. Denkt dran, nicht nachmachen, Leute. Okay. Ein Superhelden-Backflip. Alter! Da fand ich das aber mit dem Rad. War das so schwer? Ein Bottle-Flip. Ja, schafft er nicht. Ein Strich. Mit zwei. Junge, warum hat das 2,9 Millionen Likes? Junge, was passiert denn jetzt hier? Das wird ein Hund! Das... Okay. Ja. Top. Du weißt schon, dass ich nicht nass werden darf, oder? Hey, wie, du darfst nicht nass werden, wenn du in der Wasserschlacht... Wenn man mit dem Kind spielt, das angeblich nicht nass werden darf. Junge, ich hatte tatsächlich auch einen Kollegen, der meinte, du darfst nicht nass werden. Ja, dann kannst du halt nicht mitspielen. Was musst du auch nass werden dürfen? 1 plus 1 ergibt 2. Das gibt eine 6, noch? Na, warte. Ey, was soll das? Alter, hier geht's nicht mehr weiter. Mama hat gesagt, ich darf nicht nass werden. Dann hättest du nicht mitspielen sollen. Ach, das ist ja schön. Sicher hat die Wasserschlacht sehr viel Spaß gemacht. Sind diese Gegenstände Kuchen oder echt? Ah, Toilettenpapier, okay, ich muss Kuchen. Sagen, das ist echt. Das Kuchen. Sieht doch echt aus, es ist oder? Kuchen. Bro, wir gucken, was drin ist. Es ist Kuchen. Ich würde echt sagen, ab. Echt? Ah, nee, ich sag Kuchen. Aber der Top sieht ein bisschen schräg aus, deswegen. Ja. Mal. Oh mein Gott, es ist Kuchen, Kuchen. Alter. Kuchen. Oh Mann, ich... echt. Echt. Ist nicht Kuchen? Doch, vielleicht? Ist echt. Ist echt, ja. Nein. Doritos, das muss ein Kuchen. Doch, doch. Ja, man muss wahrscheinlich... Okay, wir pausieren nicht mehr. Wir müssen direkt ballern. Kuchen sein, okay, wir schneiden rein. Kuchen. Es ist ein Kuchen. Lasst ein Like, damit ihr das auch gesagt habt. Ach so, das war's schon. Ja, fand ich gut. Ist der Burger echt oder fake? Lasst einen Kommentar da auf. Fake. Kuchen. Sind diese... Junge, einfach Füße. Ich teste eine der weltweit höchsten Looping-Achterbahnen der Welt für euch. Und zwar die Hypercoaster. Hier habe ich dann auch schnell gemerkt, dass ich einfach falsch gestanden habe. Ich wollte eigentlich ganz vorne sitzen und habe jetzt einfach den Platz ganz hinten bekommen. Aber naja, ist nicht schlimm. Ja, schade. Ich habe mich dann auf jeden Fall dann direkt einmal angeschnallt. Und dann ging es auch schon los. Ich liebe Achterbahnfahren. Und ich sage euch, Leute, es war so geil. Es war einfach der geilste Adrenalinkick, den ich schon seit langem hatte. Und ich bereue es auf jeden Fall keine Sekunde, auf dieser Achterbahn gewesen zu sein. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch da drauf getraut hättet. Ja, du hast dich auch schon immer gefragt, ob man so hoch auf einen Baum klettern kann, dass sich die Spitze nach unten biegt und man wieder sicher auf dem Boden landet. Genau das
wollten wir heute herausfinden. Wir haben dann recht schnell einen passenden Baum gefunden und mein Bruder hat versucht, da hochzukommen, aber hat es leider nicht geschafft, weil da wenig Äste waren. Ich habe mich dann mal an einem zweiten Baum versucht. Da hat es tatsächlich besser geklappt. Ja, also ich bin hochgekommen, wie ihr seht. Aber hochkommen ist ja bekanntlich einfacher als runterkommen. Und zum Runterkommen hatte ich ja vor, mich wirklich zu leicht auszulehnen, dass sich der Baum biegt. Und das war gruseliger, als ich dachte, weil ich natürlich nicht wusste, ob sich der Baum dann auch wirklich biegt. Jetzt fallen wir ungünstig. Der knackt ihn doch weg. Ja, geil. Alter. Aber es hat tatsächlich krass funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Und mein Bruder hat es dann auch mal probiert und bei dem hat es auch perfekt geklappt. Ja. Welche Challenge sollen wir als nächstes ausprobieren? Oh mein Gott, ich habe heute einfach am Baum gechillt, als die zwei kamen und nicht aufgehört haben zu streiten. Die Frau hat uns sogar die Plastikflasche ins Wasser geworfen und er das ist doch für Laude. Junge. Umweltverschmutzung gemäß Paragraph 180 im Strafgesetzbuch. Ich konnte die Flasche natürlich da nicht einfach schwimmen lassen und während die beiden weitergestritten haben, bin ich runtergesprungen, um dann mit der Flasche alles hochzuklettern und das war die Antwort. Boah, der See sieht unfassbar aber geil aus. Aber sie können hier nicht schwimmen, das ist Naturschutzgebiet, Anzeige ist raus. Leute, achtet mal, bei diesem Trick holt ihr aus einem Greifautomaten fast immer das Stofftier raus. So Leute, jetzt kommen Tipps, womit man wirklich an der Maschine gewinnen kann und womit ich auch des Öfteren gewonnen habe. Als erstes studiert ihr einen Automaten genau ein. Beobachtet, dass er nicht zu voll ist, sodass die Preise locker liegen. Sucht euch einen Automaten aus, der 3 Haken hat, der die Automaten mit 4 und 2 Haken greifen nicht richtig. Achtet auf das Zeitlimit des Automaten. Ihr habt meistens nur 30 Sekunden Zeit, den Preis rauszuholen. Ja, bei 30 Sekunden reicht doch, oder? Deshalb müsst ihr euch den Preis vorher genauestens aussuchen. Meinet dabei unbedingt die Glasscheibe und sucht das Kuscheltier aus, das am lockersten liegt. Jetzt ist es ganz wichtig, dass das Gewicht komplett verteilt ist, sodass der Schwerpunkt in der Mitte liegt. Der Schwerpunkt des Kuscheltiers liegt meistens am Hals, da der Kopf meistens groß ist und somit mehr... Junge, was ist das eigentlich für ein Mario mit einer blauen Mütze? Wenn man diese Tricks alle beachtet, braucht man meistens nur 3-4 Versuche. Ich bin euer Vertretungslehrer, Herr Fisch. Entschuldigung, wer? Noch einmal, Herr Fisch? Nein. Wer hat gefragt? Sie sehen ja auch aus wie so ein Fisch. Sollte das noch einmal vorkommen, kannst du den Direktor auf einmal lieb grüßen gehen, ne? Ja, dann fangen wir mal an. Wer kann mir denn mal sagen, was eine lineare Funktion ist, ne? Nehmen Sie mich, nehmen Sie mich. Ach ja, jetzt meldest du dich doch noch? Weiß ich nicht. Ach jo. Herein? Das gibt einen Schulverweis, ne? Ich meine, einmal die Kopfbedeckung bitte abnehmen. Herr Fisch meinte, ich soll Sie lieb grüßen. Ach, das ist ja lieb von ihm. Vielleicht sollten wir mal deine Eltern informieren. Nein, bitte sagen Sie nicht meinen Eltern. Magst du Minigolf? Minigolf? Wenn du den jetzt reinmachst, vergessen wir die Sache. Ja, dann probiere ich mal mein Glück. Siri! Das ist aber auch so ein undankbarer Name. Ich bin euer Vertretungslehrer, Herr Fisch. Was wäre, wenn sich die Erde andersherum drehen würde? Unsere Erde dreht sich alles verändern. Deswegen gehen ja auch Sonne, Mond und Sterne. Ich glaube, dann ist richtiges Chaos. Ich habe das irgendwann mal gehört, dann ist wirklich over. Osten auf und im Westen unter. Wenn sich die Erde jetzt anfangen würde, andersherum zu drehen, würde alles umgekehrt werden. Das heißt, Sonnenaufgang ist im Westen und zum Beispiel Hurricanes würden ab sofort von Westen nach Osten über den Atlantik ziehen. Doch nur ein paar tausend Jahre in der Zukunft wäre auch das Klima auf unserem Planeten ein völlig anderes. Die Sahara-Wüste zum Beispiel würde zusammenschrumpfen und Platz machen für ein neues, grünes Ökosystem voller Leben. Das klingt erstmal cool, aber gerade wir hier in Europa wären ziemlich arm dran. Denn der vorherrschende Westwind auf dem Atlantik sorgt dafür, dass wir hier in Europa relativ milde Winter haben. Aber ja, dann lass man nicht machen. Auf der Gegenteilerde würden starke, kalte Winde von Russland nach Europa wehen und wir hätten hier richtig asozial kalte Winter. Lust auf noch mehr Was-wäre-wenn-Videos? Dann folgt dem Kanal, macht das Herz rot und schickt mir eine Frage auf Instagram. Wie weit kann ich meinen Vater werfen? Wir probieren es aus. Let's go. Wie weit kann ich meinen Vater werfen? Wie weit kann ich einen Stein werfen? Let's go. Nummer 1, der Naturstein. Jetzt wird's ehrenlos. Der Grabstein. Wie, wirft er jetzt nicht seinen Vater? Amen. Schöner Garten. Drei, Gartenplatte. Der ist ganz cool. Wer als, wie weit kann ich meinen Vater werfen? Wir probieren es aus. Let's go. Kleiner Spaß. Ach so, kleiner Spaß. Oh, die Dinger sind so cool. Ich hätte da so Bock drauf. In Pennsylvania. Weil der kann auch selbstständig Gas geben, bremsen. Aber wie gesagt, die Dinger, wo du wirklich aus der Kurve fliegen kannst, die sind am krassesten. Was denn, 25 Miles per Hour? 40 km/h oder was? Ja, ist schon cool. Ist auch irgendein Skigebiet. Also sieht es zumindest aus. Die machen meistens dann im Sommer so Sommerrodelbahnen, die sie dann einfach kurz aufbauen. Ah, das ist wieder so ein Ding. Diesmal in der Schweiz. Das sieht schon einfach so geil aus, Mann.
Da rechts die City. Hier sind sogar so Fangnetze. Aber ja, wie gesagt, die Dinger, wo du richtig rausfliegen kannst, die sind nochmal eine Prise geiler. Was hast du denn jetzt gerade aktuell auf deinem Konto? 2000. 2000? Ja. Entspannt. 40, 30 Euro? 40, 30 Euro? Ja. Entspannt, ja. Ungefähr. 2758 Euro und 43 Cent. Gibt es irgendwas in deinem Leben, was du niemals verkaufen würdest? Meine Ehre. Mein Pferd. Meine Kette, die mein Opa mir gegeben hat. Die meine Frau. Was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. Meine Frau. Er hat kurz überlegt, aber seine Frau. Wo ist das denn? Ja, viel Spaß. Scream. Warte mal, Scream gibt es auch... Im Heidepark oder im Hansapark gibt's auch Scream. Die besten Handyspiele, die jeder mal gespielt haben muss. Erstens Subway Surfer. Also ganz ehrlich, das ist so ein cooles Spiel gewesen. Also wer das noch nicht einmal gespielt hat, dem muss ich wirklich sagen, cringe. Zweitens Hill Climb Racing. Ihr wisst schon, der Typ im Auto, der so aussieht, als würde er straight up aus dem Harry Potter Marathon rauskommen. Ach so, kleiner Tipp vom Profi, Digga. Kauft euch den Mond zuerst. Vertraut mir, Leute, vertraut mir. Drittens Among Us. Ich meine, naja, was soll ich dazu auch noch sagen? Auch ein geiles Spiel. Das sieht cool aus. Oh, hätte ich da jetzt Bock drauf. Wie sie auch einfach weggeschossen hat. Oh, ich liebe einfach Wasserrutschen. Ich glaube, ich war aber noch nie auf so einer Wasserrutsche, wo ich auf so einem Ding sitze. Sondern ich bin immer nur diese ganz normal, wo man halt auf seinem Arsch runterrutscht. Los, Jungs, lass Stau machen! Haben wir immer in der Alsterdorfer Schwimmhalle, glaube ich, gemacht. Alsterdorf? Oder, nee, Alster-Schwimmhalle. Da konnte man auch immer gut Stau machen. Oh. Oh, jetzt alle! Okay, so spektakulär war es jetzt gar nicht. Boah, im Heidepark gab es immer... Oh, okay, das sieht schon ein bisschen geiler aus. So eine echt alte Achterbahn. Ich glaube, die gibt es auch immer noch. Ey, die haut dich immer von links nach rechts. Diese Metall-Achterbahn. Die halt auch so richtig alt ist. Wisst ihr, welche ich meine? Junge. Ja, hallo. Ja, so fahre ich auch immer durch die Berge. Alter. Das würde ich mich, glaube ich, nicht trauen. Also nicht mit meinem Skill-Level. Never ever. Nein. Alter, der geht gut ab. Auch wenn die Qualität ein bisschen suboptimal ist. Aber man kann es erkennen. Alter. Das ist schon ein sicker Trail. Stachelrochen. Übrigens, nicht zu verwechseln mit den harmlosen Mantarochen, sind tödliche Tiere, die bis zu 4 Meter lang und 400 Kilogramm schwer werden können und die man niemals verärgern sollte. Denn sie werden dich gnadenlos bestrafen, indem sie immer wieder auf dein aufgeblasenes Ego einstechen. Mit dem langen und verheerenden Giftstachel, der sich am Ende ihres Schwanzes befindet. Nicht cool. Den können sie wie ein giftiges Schwert benutzen, um dich direkt in den Himmel zu schicken. So hat zum Beispiel ein Stachelrochen völlig unerwartet auf brutalste Weise im Jahr 2006 den Tierdokumentarfilmer Steve Irwin durch mehrere Stiche ins Herz gerichtet. Ey, das war richtig sad. Oh, eine Katze. Yum. Ja. Das Video hat auch nur so 2 Likes. Aber ich find's gut. So, Leute, das war's mit einer kleinen Runde von Paluten Cooked Shorts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Guckt gerne auf paluten.shop vorbei, falls ihr noch was für Weihnachten sucht. Ansonsten habt ihr noch. Da guckt rein. Achso, stimmt, wir haben ja das Outro.